Okay, guten Morgen ihr Lieben. Heute am Karfreitag dachte ich mir, machen wir wieder über YouTube das Video bzw. das Workout. Und zwar haben wir heute ein Strength- und eher ein Skill-lastiges Workout. Wir haben zwei Skill-Komponenten mit den Pistols und den Hands and Walks. Und fürs Warm-up brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir brauchen einen Strap oder ein Handtuch. Und ansonsten, ich habe mir jetzt noch ein Handtuch oder eine Matte hingelegt, weil es hier noch ein bisschen, das ist früh, ist ein bisschen tau noch. Wir machen 3 Runden, 20 Jumping Jacks. Die Kollegen kennen wir inzwischen. Dann habe ich 10 Pass-Throughs aufgeschrieben. Pass-Throughs sind die hier. Nehmt euch ein Handtuch oder einen Yoga-Strap. Und ich habe die Variante aufgeschrieben, wo ihr auf dem Bauch liegt und die Brust hebt, um ein bisschen den Rücken zu aktivieren. Wenn ich es hinkriege, schneide ich ein Video rein, wie das dann auszusehen hat. Okay, kurzer Nachtrag zu den Pass-Throughs, zu den Half-Pass-Throughs. Weil ich mich nicht in die nasse Wiese legen wollte, einmal von hier oben. Ihr legt euch einfach auf den Bauch. Guckt, dass ihr den unteren Rücken lang haltet, ihr nicht zu krass überstreckt, sondern ein bisschen mit dem Bauch gegenhaltet. Nehmt eine Griffweite, die die Schulter hergibt. Rücken lang, Brust und Schultern heben und dann haben wir hier. Hinweg 1. Das waren 2. 10 Stück davon, haltet die Brust, die Schultern gehoben. Aber guckt, dass ihr hier nicht so überstreckt im unteren Rücken, sondern guckt, dass ihr das Becken quasi neutral haltet und euch auf der Brustwirbelsäule aufrichtet. Davon 10 Stück im Warm-up. Viel Erfolg dabei. Und 10 Push-Ups in der Variante eurer Wahl. Als Warm-up progressiv arbeite ich ganz gerne progressiv durch die 3 Varianten, dass wir haben die Rocking Push-Ups, wo wir durch den gesamten Schultergürtel arbeiten. Was wir haben möchten, ist, dass wir hier aktiv in den Schultern bleiben und hier nicht einrotieren. Dann haben wir die Kneeling Push-Ups und die Perfect Push-Ups. 3 Runden, 20 Jumping Jacks, 10 Pass-Throughs, 10 Push-Ups. Und dann kommen wir zu unserem Workout, was ein 20 Minuten M-Rap ist, aus 6 Strict Pull-Ups. Ich habe hier einen Teppichklopfer, wo ich hier meine Pull-Ups dran machen kann. Und da würde ich euch bitten, euch darauf zu konzentrieren. Normalerweise haben wir die Füße lang, damit wir hier nicht zu krass überstrecken. Ich bin zu groß für die Variante, dass ich die Beine anwinkeln muss und dazu neigt man oder das lädt dazu ein, dass man nochmal überstreckt und in diese Haltung hier kommt, dass wir gucken, okay, wir haben die Beine zu angewinkelt, aber wir wollen hier die Rippenbögen rein und wenn wir unseren Pull-Up einleiten, kommen die Ellenbogen nach vorne und nicht nach hinten außen, dass wir quasi hier Ellenbogen bleiben unter der Stange. Unsere Strict Pull-Ups haben. Wenn wir keine Strict Pull-Ups haben, können wir einen Strap oder ein Handtuch wählen und eine Rudervariante machen. Oder ihr geht wieder an den Tisch oder schnappt euch euren Partner für eure Partner-Rows. Und dann haben wir 9 Meter Handstand Walk. Offensichtlich aufstehen und zu den Händen gehen. Oder ihr schwingt einfach gegen die Klimmzugstange an, dass ihr einen 20 bis 30 Sekunden Hands and Hold habt oder wenn die Klimmzugstange niedrig genug ist, könnt ihr hier Shoulder Taps einbauen. Ich würde 2 bis 3 pro gelaufenen Meter oder pro geplanten Meter vorschlagen. Und die letzte Übung wären unsere Pistols, dass wir hier 1, 2, auch hier als Alternative Pistols on the Object. Dass sie sagen, wir schnappen uns einen Ball, einen Hocker, einen Sofatisch und haben hier Pistol 1, Pistol 2. Ihr könnt auch gerne das Bein aufgestellt lassen, nur keine Kraft durchgeben. Das hier 1, 2. Wenn das gar nicht geht, kann man Bulgarian Split Squats machen oder einfache Split Squats. Dann würde ich allerdings vielleicht ein bisschen hoch mit der Wiederholungszahl. Wir haben 20 Minuten für 6 Pull-Ups, 9 Meter Handstand Walk und 12 Pistols. So viele Runden wie geht. Viel Spaß. Okay, jetzt für den dritten Teil des Workouts, der Accessory Part, haben wir 3 Übungen, die das Ganze ergänzen. Wir starten mit V-Ups. Da zeige ich euch verschiedene Varianten. Wir starten quasi mit der leichtesten Variante. Wir heben den Kopf, heben die Schultern, bringen die Beine Tabletop, das sind 90 und 90. Und dann haben wir einfach so kleine Tuck-Ups. Das hier 1, 2, 3. Wir können die V-Ups von hier machen oder mit dem Tuck-Up, dass wir das dann kombinieren. Das hier 1,
2, oh Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir die V-Ups. 1, 2 und der ganz große Hebel ist quasi die schwierigste Variante. Davon 10 Stück, nicht von allen 4 Varianten, sondern sucht euch eine aus, wo ihr 10 am Stück hinbekommt. Dann haben wir Bend Over Lateral Raises, vorgebeugtes Seitheben. Beine sind nur leicht angebeugt, dass ihr ein bisschen Platz in der Rückseite bekommt. Beugt euch vor, solange ihr den Rücken halten könnt. Das wollen wir nicht, das wollen wir noch weniger. Also Hüfte vorbeugen, Daumen drehen leicht nach oben, dass wir eine leichte Ausrotation haben. Gucken, was die Wand hergibt. Auch hier 10 Wiederholungen. Und dann als Ergänzung unsere Cossack Squats. Da haben wir Standweite ist ungefähr Spannweite. Und dann geht die Hüfte erst nach hinten, das Knie schiebt nach außen. Das nicht arbeitende Bein zeigt die Zehen nach oben, das Bein bleibt gestreckt, dass da keine Kraft durchgeht. Zurück zur Mitte einmal aufrichten und die Hüfte öffnen. Hip back, knees out, toes up. Das waren 2, 3, 4. Guckt, dass die Ferse des arbeitenden Beins verankert bleibt und hier nicht auf die Zehenspitze schummelt. 20 Stück davon, 10 V-Ups, 10 Lateral Raises, 20 Cossack Squats, 10 pro Seite, 3 Runden, nicht verteilen, macht es ordentlich, make them look pretty. Frohe Ostern!